Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! So Leute, überkrass! Tony Ferguson vs. Khabib Nurmagomedov Grappling. Haltet euch fest, extrem nice Eilmeldung. Der Kampf zwischen Tony Ferguson und Khabib Nurmagomedov wurde bisher 5-mal angesetzt, 5-mal abgesagt und ist als verfluchter Kampf in die UFC-Geschichte eingegangen. Der Verantwortliche für das jetzige Mega-Matchup ist nicht Dana White, sondern Khabib Nurmagomedovs Manager Ali Abdelaziz. Ali machte Tony einen crazy Vorschlag via Twitter und schrieb: Tony Ferguson, was hältst du davon, in naher Zukunft einen Grappling-Kampf mit dem Eagle zu machen? Ich mache mich nicht über dich lustig, ich meine es ernst. Tony Ferguson ist als Platz 7 auf der Rangliste des Leichtgewichts nach wie vor aktiv. Zwar nicht mehr der dynamische El Kukui, den man sich wünschen würde, aber die pausenlose Aktivität ist da. Vor seinen Niederlagen gegen Justin Gaethje, TKO, Charles Oliveira, Decision und zuletzt Benil Dariush am 15. Mai 2020 UFC 262 konnte Tony Ferguson den letzten nennenswerten Sieg gegen Donald Cerrone durch TKO Dr. Stoppage erlangen, nach der aber auch seine 12 Kämpfe lange Siegesserie endete. Khabib Nurmagomedov hingegen hat es als Living Legend zwar nicht nötig und hat auch darauf bestanden, nie wieder zu kämpfen, nachdem seine Mutter ihn nach dem Tod seines Vaters und zugleich Trainers Abdulmanap zum Rücktritt aufgefordert hat. Dennoch bin ich mir sicher, dass Ali gut auf ihn eingeredet haben muss, dass dieser zustimmt, dass eine 30-0 Bilanz schöner aussieht im Vergleich zu einer 29-0. Abgesehen davon kann man sich die gewaltige Zuschauerschaft und den krassen finanziellen Aspekt denken, der daraus resultieren wird. Khabib Nurmagomedovs letzte UFC-Performance war gegen Justin Gaethje, den er mit Submission Triangle Choke besiegt hat. Wenn Ali Abdelaziz mit Feuer und Flamme hinter dem Bout steht, und das wird er, dann wird es sicher nicht lange dauern, bis ein Termin feststeht. Die MMA-Welt bekommt zwar keinen richtigen UFC-8-Kampf, aber immerhin ein Submission-Grappling-Kampf, und solange beide endlich aufeinandertreffen, sollte es auch recht sein. Tony Ferguson hat jetzt endgültig die Gelegenheit, die über Jahre verteilten Kommentare an Khabib Nurmagomedov als Tat zu beweisen. Prediction-Video folgt.